zwei durch Stein und Rauch. Den einen ruft die Arbeit, den anderen Mühe auch. Schon kommen Tage, die man nicht zählt. Schon ist entschieden, schon ist gewählt. Doch tragen sie einander auf Lebenszeit. Sophie wusste, dass sie als Frau, ohne ihren Mann Erwin geboren zu haben, für das Haus Mecklenburg bedeutungslos war. Sie wollte ihrem Schicksal, ins Kloster geschickt oder wieder verheiratet zu werden, entgehen und verschaffte sich durch ihre Allianz mit Sven Sture eine Chance, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Sie ließ den Vitalienbrüdern an allen Küsten verkünden, dass denjenigen, der rauben wollte, freier Aufenthalt auf Gotland gewährt würde, wenn er die Hälfte seiner Beute an die Herzogin und Sven Sture entrichtete. Dann brechen die Schwingen, es kauert das Meer, das den Herrscher vermisst. Gefangen sein, heißt für ihn Tod. Die Staaten der Erde verhüllen. Lasst mich leben. Sven, ich bitte euch. Lasst sie. Gebt